Katzenfans, heute habe ich für euch mal was ganz, ganz Niedliches. Also ich finde es mega niedlich, das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe für euch für die Switch die Special Edition von Furwind. Furwind ist ein kleiner Fuchs, der erlebt alle möglichen Abenteuer und das ist ein Pixel-Plattformer und ihr wisst ja, ich stehe total auf Plattformer. Und das Game hat in dieser Special Edition 29,99 gekostet, was ich wirklich mega finde, denn ich zeige euch da gleich mal, was da drin ist. Ja, kommen wir einfach mal dazu, was sich jeder denken kann. Einmal natürlich das Spiel. Ich persönlich stehe ja auf die Physical Releases und freue mich immer total, wenn ein Spiel dann auf Cartridge erscheint. Hier ist es der Fall. Und ich habe halt hier die PEGI-Version. Es gibt halt auch, soweit ich weiß, keine andere. So genau kann ich es euch aber auch nicht sagen. So, also das heißt, das Spiel ist drin. Was ist noch drin? Da ist so ein kleines, aufklappbares Leaflet drin. Da kann man die verschiedenen Levelabschnitte sehen. Und ich muss dazu sagen, ich habe leider heute kein komplettes Review am Start. Ich habe erst angefangen zu spielen. Erstens ist das Game höllisch schwer. Aber persönlich liebe ich das bei Plattformern, ja. Ne? Und zweitens, und wie gesagt, das habe ich hier alles noch nicht freigeschaltet, aber da hat man einen Überblick über die Welten. Und ihr seht, das ist echt so hübsch gemacht. Das ist auch ziemlich dick hier, das seht ihr auch gerade. Und zweitens frisst im Moment tatsächlich Animal Crossing meine gesamte Zeit. Ja, tut mir leid, ist einfach so. Ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich ein Animal Crossing Video machen soll, aber damals wird man ja im Internet im Moment totgeballert und ich denke, dass die meisten es nicht auch noch auf meinem Kanal interessiert. Sollte es doch so sein, dass ihr dazu was sehen wollt, okay, Comment drunter, dann überlege ich es mir noch. So, also das Leaflet, dann haben wir hier ein wunderschönes Handbuch. Leider ist es hier schon so ein bisschen angedutscht angekommen. Und zwar in der Packung. Das heißt also, das muss schon beim Verpacken passiert sein. Man sieht es hier also. Das fand ich total schade, ja, weil ich doch immer so sorgfältig hier mit meinen Sachen umgehe. Und also bitte, liebe Hersteller, die das eingepackt haben, bitte achtet darauf, sowas. Sowas ist doch wirklich total traurig. Und das Buch ist so, so schön. Leider, und das ist was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, gibt es so einige Sachen nicht in diesem Buch. Es gibt unheimlich viele Artworks. Und hier zum Beispiel zu den Tilesets finde ich super, super geil. Ja. Dann habt ihr auch nochmal einen Überblick über die Levels. Ihr habt einen Überblick über die Steuerung. Aber so Sachen wie, wie kauft man im Laden ein oder wie speichert man. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich in einem Handbuch auch erwartet. Das ist also mehr ein Artbook mit einer Übersicht über die Steuerung. So könnte man es nennen. Aber dafür ist es sauschön. So, dann haben wir hier Soundtrack-CD. Finde ich auch großartig. Wobei ich sagen muss, was ich ein bisschen schwierig finde, ist die Tatsache, dass die sehr, sehr stramm hier drin ist. Also man muss die dann auch wirklich mit den Fingern hier rausziehen. Und ich patsche ungern auf meine Datenträger. Also ein ganz klein bisschen größer hätte die Pappe sein dürfen, damit man die einfach so rausfluppen kann. So, und ihr seht, es sind unheimlich viele Tracks drauf. Und ich sage euch jetzt schon, die sind auch super schön. Ich habe sie mir auf meinen Player kopiert und ich höre die gerne rauf und runter. Also es ist wirklich großartig. Die Musik ist echt gelungen. So, damit ihr noch seht, von wem das ist. Ja, wirklich klasse. So, das war es aber immer noch nicht alles, was da drin war für 29 und ein paar gequetschte. Wir haben nämlich auch noch sehr schöne Email-Pins da. Moment, ich versuche es mal ein bisschen schärfer ranzukriegen. So, ja, auch die sind toll gemacht, wie ihr seht. Schön detailliert. Das ist einmal ein Buch, was im Spiel halt schon von Anfang an eine Rolle spielt. Und dann eben der Furwind hier. So, also das ist nun wirklich richtig schön, wenn man also mal sieht, was man da fürs Geld kriegt. Es ist echt richtig, richtig viel. Da können sich andere eine echte Scheibe von abschneiden. Also ich habe solche Special Editions mit so viel Inhalt schon ewig nicht mehr gehabt. Also ja, wenn ich sehe, was andere für so viel Inhalt haben wollen, da sind wir locker bei der 70, 80 Euro Marke. Und die hier hauen das mit dem Spiel
ja, kann man praktisch sagen, gratis oben drauf weg. Klar, natürlich, wenn ich mir das Spiel im E-Shop runterlade, im Moment ist es gerade im Angebot für 6 Euro oder sowas. Und ansonsten ist es auch nicht super teuer. Aber jetzt mal ehrlich, dieser ganze Aufwand hier und das Spiel selber ist auch richtig interessant. Da finde ich das schon ein Hammerpreis. Und wie gesagt, auch die Qualität stimmt. Ja, wir haben also hier hochwertige Kartonagen, wir haben hochwertige Emaille-Pins. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ich freue mich natürlich wie ein Schnitzel. Ich finde es wirklich wunderschön und ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr die Special Edition noch irgendwo bekommt, falls euch dafür interessiert, kann ich es empfehlen. So, und wie versprochen, schauen wir dann mal ins Spiel rein. Wie gesagt, wirklich nur mal ein kurzer Überblick. Aber damit ihr einfach mal gesehen habt, worum es da geht. Bis gleich. So, und da sind wir wieder im Spiel Fervent. Hier läuft schon die Hintergrundmusik ab. Von der ich wirklich sage, die ist, also aus meiner Sicht, klar, Musik ist immer Geschmackssache, aber ich finde die extrem gelungen, ich finde die wahnsinnig schön. So, guck mal in das Spiel rein. Wie gesagt, sehr weit war ich leider noch nicht. Animal Crossing zollt das Ganze hier Tribut. So, vielleicht mal so ein bisschen. Fervent ist natürlich wieder der Retter der Nation. Und typischer Plattformer. Hier kann man seine Figur aufwerten und Krams kaufen. Nichts Neues eigentlich. Dann gibt es hier Challenges, die man annehmen kann. Und dann kann man eben hier in die Levels rein. Und wenn man sie dann einmal gespeichert, beziehungsweise wenn man einmal den kompletten Level geschafft hat, dann kann man, hier seht ihr ein bisschen Tutorial, dann kann man hier dann die immer wieder auswählen. Und ja, das sollte man vielleicht wirklich unbedingt wissen. Man hat die Möglichkeit, im Level zu speichern, aber Ichibechi, sobald man die Konsole ausmacht, und das sagt einem das Spiel leider vorher nicht, ist der Spielstand wieder Fujikato. Das heißt also, im Level könnt ihr nur, so ähnlich wie bei Sonic und Co., so Checkpoints aktivieren, aber das Level und den Spielfortschritt speichert ihr nur dann, wenn ihr das Spiel auch tatsächlich in diesem Level geschafft habt. So, was ihr hier schon seht, ist, die Steuerung funktioniert, wie man das kennt. Es gibt einiges einzusammeln. Das Einsammeln ist hier tatsächlich wahnsinnig wichtig. Da oben seht ihr die Lebensanzeige. Das Grüne ist das Kraftmeter, das heißt also, wenn ich jetzt hier irgendeine Aktion mache, hier zum Beispiel den berühmten Schweiffeger, den ja irgendwie alle Füchse wohl beherrschen, so wie es aussieht, dann nimmt diese Leiste ab. Und wenn ich das mache, wenn ich kurz vor einem Feind bin, ja, dann A-Karte, weil der mich dann nämlich platt macht. Und das sollte man auf jeden Fall tunlichst vorher wissen. Wenn man das nämlich nicht vorher weiß, dann passiert das, was mir schon ein paar Mal passiert ist. Das heißt also, man läuft in den Gegner rein, so wie jetzt hier gerade. Büßt dann natürlich Leben ein und kriegt den dann natürlich nicht mehr kaputt. Das heißt also, man sollte immer vorher sehr gut auf dieses Meter achten. So, dann hat man sowas wie Smart Bombs. Ja, das ist, ja, ja, klappt ja bestens heute wieder. So. Also ihr seht, ich habe den Level schon geschafft, sonst hätte ich da ja nicht speichern können, so wie ihr das eben gesehen habt. Aber ich kann einfach nicht gleichzeitig zocken und erklären. Also das ist einfach wirklich ganz, ganz furchtbar. Es liegt auch daran, dass ich dann die Brille abnehmen muss, damit ich für euch ein möglichst scharfes Bild hinkriege. Und das, was ich dann noch sehe, ist halt auch nicht mehr so furchtbar viel. Und das ist also wirklich gar nicht so einfach. Aber es geht ja darum, dass ihr einen Eindruck vom Spiel bekommt. Also ihr seht, sehr schöne Grafik mit tollen Lichteffekten, wunderschönes Parallax-Scrolling, nett animierte kleine Figur. Die Steuerung ist echt super, die ist wirklich, ich habe jetzt diesen Fake-Pro-Controller dran, die ist wirklich ziemlich on point. Es gibt Leute, die schrieben irgendwas von die Steuerung funzt nicht, weiß ich nicht, also weil, dass ich jetzt hier nicht rauskomme, liegt nicht an der Steuerung, sondern dass ich mich doof anstelle. Die ist also wirklich gut, also ich kann da jetzt nichts Negatives zu sagen. Und wie gesagt, ich habe auch nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie ein Malus im Spiel wäre. So, also man muss jetzt hier, wie gesagt, eine ganze Menge Zeug aufsammeln und dann eben die Baddies hier natürlich wegpusten, klar, so. Und da seht ihr den Einsatz der Smart Bomb. Davon hat man nur ein paar, die werden oben rechts am Bildschirmrand angezeigt. Das sind diese lila Dinger, man kann die nachher natürlich noch aufstocken. Ah ja, und dann kann man
hier in entsprechenden Geheimräumen, jetzt habe ich wieder nicht dran gedacht, dass natürlich hinter jeder Kiste so ein Bösewicht lungert, aber ihr seht, das habe ich hier schon eingesammelt, kann man hier solche Zusatzlevels freischalten. Das heißt, es lohnt sich echt total, die Levels abzusuchen. Und es lohnt sich auch total, die mehrmals abzusuchen, denn manchmal kann man dann eben wieder Stellen erreichen, die man vorher halt noch nicht kannte oder erst hinterher freigeschaltet hat. Und demzufolge kann man dann auch wieder neue kleine Kristalle einsammeln. Und das ist total wichtig, weil mit denen wird abgespeichert. So, wenn ich jetzt hier also hingehe, dann sagt der Totem 5 Kristalle zum Abspeichern. Klingt ja erstmal ganz nice. Das Problem ist, wenn ich einmal abgespeichert habe, dann schnellt die Zahl der Speicherkristalle, die er dafür haben will, signifikant in die Höhe. Also bin ich dann schon durch den halben Level gehetzt und versuche dann, da nochmal zu speichern. Dann kann das nachher auch 80 Kristalle und mehr kosten. Das heißt, es lohnt sich, wie gesagt, den Level abzusuchen und wirklich alles einzusacken, was sich da nicht bewegt und was sich bewegt, auf jeden Fall vorher platt zu machen. Ihr seht schon, ansonsten ganz, ganz typischer Plattformer, nichts Neues unter der Sonne. Ein bisschen neues ist Endgegner-Design, ja. Will ich euch aber nicht spoilern. Also hier taucht immer wieder derselbe Baddy auf. Der hat aber dann immer wieder neue Moves im Repertoire. Und der hat dann immer so Schlüsselsteine, die man braucht, um ins nächste Level zu kommen und das entsprechend das Tor zu öffnen, was in den nächsten Level führt. Das heißt, man besiegt den öfter, aber es ist jedes Mal wieder ein wenig anders. Und wenn man schon denkt, oh komm, jetzt weiß ich, wie es geht und easy peasy, Freunde, ja, dann nichts da, weil dann merkt man, ups, doch ganz knifflig und ui, jetzt muss ich mich nochmal umschauen und nochmal überlegen, wie ich das jetzt löse. Ja, dann habt ihr schon gesehen, drei große Welten gibt es, in denen gibt es halt zahlreiche Levels, Sonderaufgaben und Upgrades für die Figur. Und wie gesagt, einen ganz, ganz tollen Soundtrack. Ich finde den wahnsinnig catchy. Das ist aber, wie gesagt, Geschmackssache. Ich habe den, habe ich euch auch schon gesagt, schon ein bisschen quer gehört und ich kann das absolut empfehlen. Also für mich ist das Spiel für Plattformfreaks auf jeden Fall ein heißer Tipp. Wenn man das Ressourcenmanagement in dem Spiel einigermaßen im Griff hat und eben weiß, dass manche Stellen fies sind und da auch ein bisschen Backtracking vonnöten ist, dann gibt es hier viel zu sehen, viel zu erkunden, eine Menge Spielspaß fürs Geld und die Special Edition ist aus meiner Sicht wirklich ein Traum. Ich persönlich kann das Spiel also von jeder Warte empfehlen. Für mich ist es wirklich ein 3 Daumen hoch. Ich würde es nochmal kaufen und für die Leute, die Pixel-Plattformer mögen, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Kauftipp. Im Moment ist es im eShop auch recht günstig, das heißt, vielleicht könnt ihr euch das da auf jeden Fall mal anschauen. Leider gibt es keine Demo dazu, fände ich gut, aber ich glaube hier, der Blick ins Spiel hätte ja jetzt auch schon reichen müssen, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt. Das Spiel ist toll, es macht Spaß, es sieht gut aus, es klingt gut und die Special Edition hat eine Menge Goodies. Was will man mehr? Also, mein Tipp auf jeden Fall, guckt es euch an, wenn ihr Plattformer mögt. So, das war's von mir. Bis dann. Ciao, Lee.